Hallo, Diagnose Hashimoto erhalten. Wir wollen hier Frage-Antwort-Spiel machen. Anhand des Buchs Diagnose Hashimoto, Ratgeber im Herbig Verlag, Kosmos Gruppe Stuttgart. Dort können Sie alles nochmal genauer nachlesen. Legen wir mal los. Und da kann man ja als erstes schon mal anmerken, dass die Hashimoto-Thyreoiditis nicht nur eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen überhaupt ist, sondern dass sie in einem Umfeld von Schilddrüsenentzündungen stattfindet, die sehr häufig geworden sind. Also es gibt wenige Menschen, die, sagen wir mal, im mittleren Alter in die Praxis kommen, Schilddrüsenultraschall bekommen, wo man keine Spuren sieht, dass da eine Entzündung mal stattgefunden hat. Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo das sehr häufig vorkommt, durch Traumata, durch Vergiftungen, durch Infektionen. Und so kann einfach die Schilddrüse nach und nach kleiner und schwächer werden. Und die Hashimoto-Thyreoiditis, die zeichnet sich dadurch aus, dass dann das Immunsystem des Körpers nochmal hinzukommt und Antikörper bildet gegen Schilddrüsenstrukturen verschiedenster Art, Hormone, aber auch das Eiweiß, an dem die Hormone gebildet werden, oder gegen das Enzym, das aktive Hormone herstellt. Es ist also wirklich dann auf mehreren Ebenen Sabotage da, die verhindert, dass die Schilddrüse genug Hormone bilden kann, und dann auch die Möglichkeit wegfällt, über diese wichtigste Hormondrüse des Körpers das Hormonsystem irgendwo überhaupt im Gang zu halten und zu steuern. Und das hat da ganz gravierende Konsequenzen, jetzt gerade in Bezug auf die Nebenniere und auch über das Funktionieren der Geschlechtsdrüsen. Also das ist dann immer ein Drei-Drüsen-Problem, weil der wichtigste Spieler, die Schilddrüse, dann nach und nach da rausfällt in der Funktion. Und wie gesagt, dass es da Entzündungen gibt in der Schilddrüse, das ist unheimlich häufig, das sind fast 100% der Menschen. Also da freut man sich und wundert sich ein bisschen, wenn da jemand verschont blieb. Aber bei etwa jedem Zehnten gibt es dann Antikörper. Es ist immer noch die Frage zu stellen, wie gravierend ist das? Ist das schon eine Hashimoto? Oder ist das die Situation, dass natürlich das Immunsystem bei verschiedenen Reizen, Situationen darauf reagiert, oft auch mit der Bildung solcher Antikörper. Und da kommt es ein bisschen darauf an, sind die Antikörper vorhanden, weil da eine Immunreaktion passiert ist, oder sind sie in einer Höhe vorhanden und in einer Schädlichkeit, die an sich eine eigene Krankheit ist. Und das wäre dann das Vollbild so einer Hashimoto. Aber hier nur kurz die Info, also postinfektiös durch Schwermetalle, durch Halogene, da findet das dann am ehesten statt. Dann die Frage, wie merke ich, dass ich es habe? Na, ich merke es im Wesentlichen durch Beschwerden. Und dann wird oft auch das DSH bestimmt. Das ist ja eine Leistung, die im gesetzlichen Krankenkassensystem üblich ist. Und dann merkt man, dass das DSH erhöht ist. Es ist ein Hypophysenhormon, das ansteigt, wenn die Versorgung des Körpers mit Schilddrüsenhormonen unzureichend ist. Das ist so eine Art Kommentar des Gehirns, das dann sagt, ich bilde jetzt mal TSH, da scheint ja ein Problem zu sein, die Schilddrüse muss jetzt ein bisschen angeregt werden, mehr Hormone zu bilden, damit es wieder funktioniert. Und jetzt ist es auch mal schon wichtig zu sagen, wenn ich eine akute Hashimoto habe, wo das ein sehr aktiver Prozess ist, die Entzündung sehr stark ist und die Schilddrüse nach und nach sich aufzulösen beginnt, dann können Hormone ungehindert ins Blut gehen. Und da habe ich am Anfang dann sehr häufig Zeichen einer Schilddrüsenüberfunktion und ich messe sogar zu viel Hormone im Blut, vorübergehend, weil die eben durch Zerstörung eingeschwemmt werden. Wenn es länger anhält, dann kommt nach und nach die TSH-Erhöhung und dann auch die Situation stärker in den Vordergrund, dass da eine Schilddrüsenunterfunktion läuft. Wichtig ist es mal zu sehen, dass eine Leistungsschwäche der Schilddrüse sehr stark mit der Körpertemperatur zusammenhängt. Jetzt schreibe ich mal, kann man es ein bisschen markieren? Ja, kann man.
die Körpertemperatur, wenn die dauernd zu niedrig ist. Also normalerweise geht sie zwischen 36,3 und 37,3. Und wenn sie unter 36 immer wieder liegt und auch Müdigkeit und leichte Erschöpfbarkeit dabei ist, dann ist das beweisend für einen Schilddrüsenhormonmangel. Man findet ähnliche Situationen beim Jodmangel, manchmal auch bei einer starken Nebennierenschwäche, aber die Temperatur konstant zu niedrig, verbunden mit Müdigkeit und Erschöpfbarkeit, ist dann Schilddrüsenhormonmangel. Und die Frage, die man generell aufwerfen muss, deswegen beschäftigen Sie sich ja jetzt auch, wenn Sie so ein Video anschauen mit dem Thema, ist einfach: Möchte ich mich darauf verlassen, dass in Laborwerten dieses oder jene Hinweise gegeben werden? Oder möchte ich auch die Realität mit einbeziehen? Die Realität wäre einfach die Körpertemperatur. Eine der wichtigen Aufgaben der Schilddrüse ist ja, im ganzen Körper für Homöostase zu sorgen. Dazu gehört auch eine Betriebstemperatur, und die ist eben grob um 36,8. Geht Hashimoto von selbst wieder weg? Die Antwort, die man so allgemein bekommt, kommt aus einer gewissen Unkenntnis der Menschen, der Ärzte, die auch dann nur L-Thyroxin als Hormonersatz verschreiben. In der Situation hat eine Autoimmunerkrankung nicht die Neigung zu verschwinden, sich zurückzubilden oder zum Stillstand zu kommen. Wenn man mehr unternimmt an therapeutischen Anstrengungen, dann kann das relativ rasch zu einem Stillstand zumindest kommen, also dass die Antikörper verschwinden und dann auch die Schilddrüse wieder besser arbeitet und auch wieder nachzuwachsen anfängt, was sie ja gerne tut, wenn eben dann die Entzündung auch schon nicht mehr aktiv ist. In meiner Beobachtung geht sie sehr häufig weg, und das kann durch verschiedenste Einflüsse der Fall sein. Beispielsweise haben ja viele Menschen durch Stress eine starke Einwirkung. In Stresssituationen steigen die Antikörper, wenn der Stress nachlässt oder besser verarbeitet wird, sinken die Antikörper. Also das alleine schon, der mentale Stress und wie es sich auf den Körper auswirkt. Also da gibt es ja interessante Beobachtungen, dass beispielsweise nützliche Bakterien im Darm, die das Immunsystem unterstützen, dann durch Stress tatsächlich getötet werden, fehlen und das Immunsystem dadurch auch dann aus dem Lot kommen kann. Die Frage, warum habe ich das bekommen, diese Störung des Immunsystems, die kann nicht ganz schnell beantwortet werden. Ich habe genetische Grundlagen. Also ich habe Familien, wo das vorkommt, und da gibt es mehrere HLA-Typen, die auch schon definiert sind, sind sechs Gene, Genlotsi bekannt. Wenn man die hat, dann ist man eher geneigt, eine Hashimoto zu entwickeln. Dann hat Stress eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Wenn ich mich unter Stress setze, wenn ich Stress spüre, dann wird das Hormonsystem dann auch gefordert, kommt sozusagen in Wallung. Und in der Phase tritt in einer Schilddrüse generell gern eine Entzündung auf. Das ist auch außerhalb dieser Hashimoto-Thematik der Fall. Dann gibt es Zeiten, wo ich hormonelle Dysbalancen habe. Gerade Frauen haben ja viel häufiger Hashimoto. Warum? Weil sie, sagen wir mal, schwanger wurden und ein Kind ausgetragen haben und das dann stillen. Das sind große hormonelle Umbrüche, die da stattfinden. Und Prolaktin zum Beispiel, was ich zum Stillen brauche, ist ein entzündungsfördernes Hormon. Viele Frauen haben Östrogenüberschuss. Beispielsweise, wenn sie die Pille nehmen, kriegen sie ja so ein östrogenähnliches Produkt im Übermaß, damit eben die Monatsblutung und auch die Fruchtbarkeit unterdrückt wird. Das kann also eine hormonelle Dysbalance sein. Dann muss man die Schadstoffbelastung mit einbeziehen. Gerade Schwermetalle und Halogene sind hier sehr stark beteiligt. Dann das nächste ist der Vitalstoffmangel. Es macht einen Riesenunterschied beispielsweise, wie hoch mein Vitamin D ist. Und wenn ich eine Entzündung der Schilddrüse habe, dann kann ich nebenher, das ist auch gut wissenschaftlich abgesichert, immer wieder davon ausgehen, dass auch das Vitamin D niedrig ist. Und wenn ich das Vitamin D anhebe, dann kommt sehr häufig dann eine Stabilisierung auch in Bezug auf die Entzündung zustande oder sinken Antikörper. Und da gibt es andere Vitalstoffe, die auch eine große Bedeutung haben. Und da gibt es ja noch diese Stoffwechselstörung, die Kryptopyrolurie,
wo das dann unter Stress zu Verarmungen an verschiedenen Vitalstoffen kommt, die sehr bedeutsam für das Hormonsystem und fürs Immunsystem sind. Und in der Phase kann dann ein Hashimoto-Schub auftreten. Dann passiert Hashimoto immer, wenn das Immunsystem schwach ist, zu wenig unterstützt wird. Und es wird unterstützt von anderen Mikroorganismen. Bakterien sind bekannt, aber auch Viren, Pilze, Protozoen. Da gibt es verschiedenste andere Lebewesen, die in und auf uns leben, die unser Immunsystem schulen, unterstützen, in seiner Funktion ergänzen. Und sehr stark abhängig davon, welche günstige vorhanden sind, entscheidet dann auch, wie der Verlauf der Hashimoto sein wird. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen ja Hashimoto-Schübe bekommen, weil eine akute Virusinfektion nicht ausreichend beantwortet und überwunden werden kann. Beim EBV-Virus ist das sehr gut bekannt. Dann muss man eben daran arbeiten, das Immunsystem zu stärken. Und da haben dann beispielsweise verschiedene bakterielle Präparate oder also auch Prä- und Probiotika eine hohe Bedeutung, anderes natürlich auch. Dann Jod ist erkannt worden, ist bei Menschen, die jodempfindlich sind, ein Faktor, der einen Schub machen kann. Also in der Türkei hat man zum Beispiel gesehen, dass Menschen, die eher am Meer leben, wo ja das Jod sozusagen dann auch aus der Brandung aufsteigt und man ja auch dann Meeresprodukte viel mehr zu sich nimmt, die jodhaltig sind, dass dort viel häufiger Hashimoto vorkommt als im Inneren des Landes, wo eben weniger Meeresprodukte dann konsumiert werden. Und wichtig sind generell radioaktive Strahlen, elektromagnetische Belastung, das hat auch eine Bedeutung. Bei radioaktiven Strahlen ist das sehr gut abgesichert, also die machen sehr häufig Entzündungen in der Schilddrüse. Und es gibt natürlich eine gewisse Einwirkung auch durch elektromagnetische Strahlung. Eine häufige Frage ist natürlich von Frauen, die selbst eine Hashimoto haben, wie geht es ihren Kindern? Und da muss man tatsächlich sagen, es gibt da schon einen deutlichen Zusammenhang in sogenannten Schilddrüsenfamilien dann, dass Gene vorliegen, die die Schilddrüse empfindlicher machen und das muss nicht so auftreten, das tritt aber manchmal auf und eine häufige Zeit, wo das beginnt, gerade bei Mädchen ist, wenn sie in die Pubertät kommen und da kann es sinnvoll sein, einfach einen Ultraschall zu machen und mal die TPO-Antikörper zu bestimmen, um frühe Verläufe nicht zu übersehen. Ja, also ich schätze mal etwa 5000 Menschen mit Hashimoto in der eigenen Praxis gesehen und dabei kaum erlebt, dass andere Autoimmunkrankheiten auftreten. In der Literatur ist es allerdings so, dass man da einen starken Zusammenhang sieht, sehr häufig mit der Autoimmungastritis, was ja jetzt nicht ganz so eine schlimme Autoimmunkrankheit ist. Also das würde ich sagen, kommt häufiger vor. Ja, vielleicht in 10% der Menschen mit Hashimoto gibt es auch diese Gastritis. Aber dass eine Multiple Sklerose oder Morbus Crohn oder eine Kollagenose damit auftreten, das ist unheimlich selten. Es gibt die Weißfleckenkrankheit, wo man vermutet, dass eine Autoimmunaktivität drinnen daran beteiligt ist. Und da würde ich sagen, das sieht man öfters mal, also es sind vielleicht 5% nach meiner Schätzung, die auch diese Weißfleckenkrankheit kriegen und wenn man dann die Hashimoto gut behandelt, dann gehen auch die Weißflecken gerne zurück. Interessante Frage zum Lebensalter. In der Literatur lese ich öfters, dass je älter man wird, desto mehr kriegt man Hashimoto. Das ist also wirklich ganz daneben und spricht gar nicht der Realität. Es kann in extrem seltenen Fällen schon mit der Geburt beginnen, aber meistens beginnt es, wenn ein Kind ein schwaches Immunsystem hat, von Bakterien her schlecht besiedelt wird im Laufe der ersten Lebensjahre, dass die dann vermehrt virale Infekte haben. Impfungen spielen da auch öfters eine Rolle, dass eben man einen Impfschutz gegen gewisse Viren hat, gegen andere nicht und dass dann die Verläufe oft schwerer sind bei
Viren, gegen denen es keine Impfung gab, also beispielsweise Epstein-Barr oder Zytomegalie oder Herpes. Und in dieser Situation bricht dann häufig mal eine Hashimoto auf oder auch eine Entzündung der Schilddrüse. Und dann am Anfang der Pubertät ist eine Gefahrenzone, also so, sagen wir mal Mädchen, die schon ein bisschen in der Pubertät drin sind, also 14 bis 16 das Lebensjahr, da gibt es einige, die betroffen sind. Und ansonsten würde ich sagen, ziemlich häufig frühes Erwachsenenalter, wo man auch ein Kind schon bekommen hat, da ist öfters mal Hashimoto. Und dann läuft das so bis zum 40. Lebensjahr, es lässt manchmal auch ein bisschen nach und bei manchen, sehr selten, kommt es dann nochmal zur Aufwallung und zu hartnäckigeren Verläufen, wenn es auf die Wechseljahre zugeht. Aber so ab Mitte 50 gibt es sehr wenig Hashimoto-Fälle. Also es gibt etwa 30 Schilddrüsenhormone, die jodhaltig sind. Und diese werden von einer gesunden Schilddrüse situationsbezogen dem Körper in einer Mischung angeboten, die sich ständig wechselt. Das ist ein hochdifferenziertes Vorgehen, weshalb ich gerne von einer Sprache der Schilddrüse spreche. Zu etwa 21 Hormonen haben wir ganz gute Forschungsergebnisse, die anderen sind soweit noch nicht erforscht. Und ich habe hier eine Liste auch, wie die ganzen Hormone heißen. Also sind ziemlich langweilig benannt, mehr oder minder. Aber interessant ist, man hat ja früher zum Beispiel gedacht, da haben wir zum Beispiel das Thiodthyronin. Also das ist die Verschmelzung von zwei Tyrosinen, also eine Aminosäure, wo jede dann ein Jodatom dran hat. Und es kommt ein bisschen darauf an, wo das Jodatom jetzt an dem Tyrosin gehangen hat. Da entsteht eben dann 3-3-Diothyronin oder 3-5-Diothyronin. Und da gibt es noch andere auch. Also schon einzig auf der Ebene dieser Hormone, die zwei Atome von Jod dran haben, gibt es eine ziemlich diverse Geschichte. Das gibt es mit 1 und 3 Jodatomen. Und dann kann man auch die Tyrosine stärker modifizieren und da können dann Tyronine daraus entstehen oder Tyronamine oder Tyroacetate. Und daraus ergibt sich diese große, hohe, komplexe Situation. Es wird oft gesagt, dass die Hashimoto in Schüben verläuft und nie richtig ausheilt. Das ist nicht ganz falsch. Wenn sie kaum behandelt wird, dann wird man immer wieder sehen, dass durch Stress, durch Überarbeitung, durch schlechtes Essen, durch Vergiftung, durch Strahlenbelastung ein Schub auftreten kann. Wenn man in endokrinologischer Kontrolle ist, ist es nicht so häufig, aber wenn man zum Nuklearmediziner geht und der brennt jedes dritten Monat dann mit der Szintigrafie drauf, dann ist dann oft alle 3 Monate ein kleiner Entzündungsschub festzustellen. Wenn man ein bisschen mehr was unternommen hat dagegen, also man die schützenden Faktoren verstärkt hat, dann hören die Schübe irgendwann mal auf und es ist irgendwann mal eine hohe Stabilität da, sodass ich dann von einer Heilung spreche, wenn eben auch durch Stress kein Schub mehr kommt. Wie erkenne ich, dass ich einen Entzündungsschub habe? Wenn er sehr intensiv ist, dann habe ich Beschwerden einer Überfunktion, also Ängste, Herzklopfen, Unruhe, Gewichtsverlust. Wenn der Schub so lang anhaltend ist, über Monate läuft, dann habe ich eher Unterfunktionsbeschwerden, weil einfach insgesamt die Bildung von Schilddrüsenhormonen sehr gehemmt ist. Dann empfinde ich eher Frieren, innere Kälte, Müdigkeit, rasche Erschöpfbarkeit, Konzentrationsstörungen, Depressionen. Und wenn das dann über Jahre so geht, dann habe ich auch mehr und mehr Zeichen, dass der Körper zu wenig mit Hormonen versorgt wurde. Also zum Beispiel Gewichtszunahme durch Verlangsamung des Stoffwechsels, Haarausfall, brüchige Nägel, wie gesagt, Depression. Das ist dann fast logisch, eine Serotoninverarmung, wenn eine Hashimoto sehr lange schon anhält.
eine häufige Frage ist, hängen die Schilddrüse und die Nebenniere zusammen? Das kann man nur beantworten, weil man kann das kaum trennen voneinander. Es hilft aber ein bisschen in der Analyse zu sehen, wo die Schwerpunkte liegen. Also ist die Nebenniere vor allem schwach und beeinträchtigt das die Schilddrüse oder umgekehrt. Und normalerweise leitet die Schilddrüse die Nebenniere sehr gut an. Also es dauert oft sehr, sehr lange Zeit, bis eine Nebenniere überhaupt Schaden nehmen kann unter so einer Hashimoto-Situation. Das heißt, wenn ich die Hormone viel besser wieder präsentiere, dann spielt die Nebenniere gerne wieder mit. Und wenn natürlich ein sehr langer Verlauf ist, über viele Jahre gehend, dann habe ich oft dann einfach eine Nebennierenschwäche an sich in Kombination mit dieser Schilddrüsenthematik und dann muss ich beginnen, von beiden Drüsen her stärkende und heilende Maßnahmen zu ergreifen. In der frühen Zeit der hormonellen Dysbalance zwischen Schilddrüse und Nebenniere habe ich häufig eine Situation, dass die Nebenniere zu helfen versucht, mehr arbeitet, in eine Mehrleistung geht. Und in der Zeit, wo die Nebennierenrinde noch gesund ist, kann ich das gut messen in einer Mehrbildung von Cortisol. Das ist überschießend. Anfangs generell, bei manchen ist es auch generell so und die sehen dann auch bald so aus, wie das bei Morbus Cushing bekannt ist, also wenn dauernd zu viel Cortisol ist und da werden dann oft auch zum Beispiel andere Krankheiten aufgeweckt wie Bluthochdruck oder Diabetes, weil eben dauernd zu viel Cortisol gebildet wird. Aber häufig ist die Nebenniere nicht so aktiv, sie bildet manchmal zu viel Cortisol, wenn gerade der Mangel an Schilddrüsenhormonen zu stark ist. Und dazwischendurch gibt es dann aber Einbrüche, die schon zeigen, dass es sich zu erschöpfen beginnt. Und in der Phase kann es passieren, dass man dann eine Nebennierenrindenschwäche hat und dass das Nebennierenmark dann aktiver wird, als das sonst gedacht ist. Und auch hier kann ich dann wieder Bluthochdruck, Ängste, Unruhe beobachten, die daraus entstehen, dass das Nebennierenmark überaktiv ist. Das ist jetzt die Nebennierenreizung. Eine Nebennierenschwäche, wo das Mark und die Rinde zu schwach ist und insgesamt Mattigkeit, Erschöpfbarkeit, Minderaktivität, Depression, niedriger Blutdruck auftreten, das ist dann eine echte Nebennierenschwäche. Aber in der Frühphase haben die meisten Menschen, das geht oft über Jahre hinweg, eher eine Nebennierenreizung. Also ich höre oft von Frauen, dass sie sagen, ich muss mich zuerst mal um mich selber kümmern, ich muss gesund werden, erst dann kann ich überhaupt eine Schwangerschaft und eben ein Kind in Betracht ziehen. Das kann ich gut verstehen, weil natürlich beides körperlich, geistig, seelisch eine große Herausforderung ist. Wenn man noch kein Kind hatte, dann ein Kind zu kriegen, das ist nicht so ganz ohne und das auch über Jahre hinweg eben dann aufzuziehen. Da gewöhnt man sich ja dann manchmal erst nach ein paar Jahren dran, aber am Anfang kann das schon ganz schön eine intensive Sache sein. Und natürlich ist es so, dass eine Hashimoto, die nicht gut behandelt ist, mit einer dadurch blockierten oder unzureichenden Schilddrüsenleistung, dann aber auch zum Hemmschuh werden kann, dass man überhaupt schwanger wird. Also da sind ja schon sehr viele Menschen in die Praxis gekommen mit der Frage, was kann ich tun, damit ich überhaupt schwanger werden kann. Und wenn dann die Schilddrüse reaktiviert ist, dann passiert gut eine Schwangerschaft. Und dann kommt in der frühen Schwangerschaft oft die Gefahr auf, dass ein erhöhter Schilddrüsenhormonbedarf in dieser Phase zu wenig gedeckt wird und dann kann es auch passieren, dass es früher zu einer Fehlgeburt, einer Frühgeburt kommt. Frühgeburt vielleicht weniger, also das Baby hat so nach den ersten 3 Monaten auch schon eine eigene Schilddrüse und kann dann sehr vieles ausgleichen. Aber im ersten Drittel gibt es da wirklich eine erhöhte Anforderung, möglichst gut dann in der Schwangerschaft die Hormonversorgung auch sicherzustellen. Und welche Werte werden wichtig? Man kann das labortechnisch abhandeln, indem man FT3, FT4 und TSH immer wieder mal kontrolliert.
Wichtig ist natürlich auch, wie man sich fühlt, aber vor allem, wie die Körpertemperatur ist. Denn die zeigt ja an, wenn ich warm bleibe, also auf 36,8 grob gesagt, dann habe ich ja genug Schilddrüsenhormone und wenn sie abzusinken beginnt, dann habe ich zu wenig und dann kann ich ja die Dosis steigern von dem Hormon, was ich nehme. Dann die Frage, ob sich die Hashimoto auf das Kind auswirkt, das hat eigentlich keine Bedeutung, das kann man so frei sagen. Das Kind ist soweit geschützt und hat dann auch keine Antikörper im Blut nach der Geburt. Die Sorge muss man sich nicht machen. Kann es in der Schwangerschaft zu einer Aktivierung der Hashimoto kommen? Das kommt manchmal vor, aber ehrlich gesagt, in vielleicht 90% der Fälle wird die Hashimoto besser während der Schwangerschaft, weil das eine Zeit der Stärke ist. Die Natur sorgt dafür, dass der Körper besser funktioniert und dazu bildet auch mehr Hormone. Und das hohe Progesteron ist da ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Man fühlt sich nicht nur gut und energiegeladen, man ist es auch, weil das Hormonsystem hier von dem Eierstock, der eben jetzt im Gelbkörper noch mehr Progesteron bildet, tatsächlich so gestärkt wird in der Funktion, dass er fast die Leitdrüse dann in der Schwangerschaft werden kann. Man kommt ja oft zum Arzt und dann sieht er, dass die Schilddrüse nicht ganz optimal aussieht oder entzündet ist und dann werden die Antikörper bestimmt. Und wenn die dann positiv sind, also aus der Norm sind, dann kriegen alle das Etikett Hashimoto aufgepappt, was nicht so zu rechtfertigen ist, weil viele Entzündungen der Schilddrüse Antikörper hervorrufen können. Und deswegen würde ich hier ganz klar sagen, nur wenn die TPO-Antikörper über 1000 sind, ist das überhaupt beweisend für eine Autoimmunerkrankung. Also das kann dann Hashimoto sein oder eventuell ein Morbus Basedow. Und wenn ich so unter 200 Units pro Milliliter TPOs habe, dann habe ich keine Entzündungsgefahr mehr und dann würde ich auch nicht von einer Autoimmunaktivität sprechen. Es kann aber manchmal, wenn das über Jahre hinweg geht und diese Antikörper nicht verschwinden, Ausdruck einer anderen Störung in der Schilddrüse sein, also zum Beispiel eine chronische, nicht ausgeheilte Virusinfektion. Oft wird bei der Behandlung von Antlitzdiagnostik gesprochen. Man kann eigentlich an den Spuren im Gesicht nicht nur Störungen der Mineralienverteilung ganz gut sehen, sondern man kann relativ viel ablesen, auch wie das Mikrobiom so aufgestellt ist. Also man kann die Unterfunktion ganz gut sehen, man kann eine Nebennierenstörung am Gesicht ganz gut ablesen. Also wenn man Menschen nur anschaut, kann man schon sehr viel erkennen, wie es ihm geht und welchen Schwerpunkt der Störung eigentlich hat. Also wo muss man therapeutisch rangehen, damit auch die Hashimoto sich verbessern kann. Da kann ich im Gesicht wirklich sehr viel sehen. Man kann sehr viel tasten. Ja? Durch Befühlen des Halses und des Nackens kann man sehr gut tasten, wie die Schilddrüse sich unter einer Entzündung geändert hat. Die kann weich sein, die kann hart sein, die kann verklebt sein. Die Muskulatur kann von der Entzündung erfasst worden sein, die Muskulatur, die also um die Schilddrüse herum liegt. Und diese Verklebungen, diese narbigen Verwachsungen, die Verhärtungen, die Verkürzungen, die können auch zum Therapiehindernis werden und müssten dann gezielt mit einer Schilddrüsenmassage verbessert werden. In den Arztpraxen bestimmt man meistens das TSH. Was sagt das TSH aus? Im Wesentlichen, wenn es erhöht ist, wäre das häufig ein Hinweis darauf, dass das Gehirn und die Hypophyse den Eindruck haben, dass es etwas zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut gibt und sie versuchen durch TSH-Bildung anzuregen, die Aktivität der Schilddrüse, dass sie mehr Hormone dann tatsächlich erzeugt. Ein TSH kann sich erhöhen durch verschiedene andere Faktoren auch, also beispielsweise Nebennierenstörungen,
Eine Schilddrüsenunterfunktion macht ja dann manchmal einen Cortisolanstieg und das beeinflusst auch das TSH. Ein niedriges TSH muss nicht heißen, dass es dem Menschen gut geht. Die Bildung kann auch gestört werden. Also beispielsweise Jodmangel ist eine sehr häufige Situation oder durch Entzündungen. Also eine Hashimoto findet ja oft auch in der Hypophyse statt. Es gibt dann auch da eine Autoimmunwirkung. Und dann wird auch weniger TSH gebildet. Also pauschal wird man nie sagen können am TSH, wie es dem Menschen geht und was er da zu tun hat, wenn das TSH in die eine oder andere Richtung sich entwickelt hat. Das wird oft in die Irre führen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise hier diese Werte bestimme, FT3, FT4, also die im Blut schwimmenden Schilddrüsenhormone, wenn ich das Cortisol bestimme im Blut, wenn ich das Ferritin, das Vitamin D, das Vitamin B12 bestimme und die TPO-Antikörper, dann habe ich viel, viel mehr Informationen, mit denen ich was anfangen kann und mit der ich die Situation dann einstufen kann, wie eine Hashimoto jetzt ausgebildet ist. Und das kann ich dann weitermachen natürlich, ne? Also ich kann andere Hormone bestimmen, ich kann Vitalstoffe bestimmen. Ich kann schauen, wie viel Jod vorhanden ist und ausgeschieden wird. Dann ist es noch interessant, im Stuhl, im Darm zu untersuchen, ob es ein Leaky Gut gibt. Das ist eine Erkrankung, eine Störung im Darm, oft entzündlicher Art, aber vor allem die Permeabilität der Darmwand ist größer geworden, was häufig auftritt, wenn dann auch eine Hashimoto sich entwickeln kann. Das ist eine Störung, die im Darm beginnt. Und die sehr stark auch wieder abhängig ist davon, welche Bakterien dort leben, ob die genug Schutzfaktoren bilden für den Darm, auch wie man sich ernährt. Also viele Menschen sind gesund geworden, weil sie ihre Ernährung umgestellt haben, weil sie ihre Hashimoto dadurch überwinden können. Das waren Menschen, wo dann so eine Situation vorgelegen hat. Ja, mit Medikamenten geht man so ran, dass man generell sagt, man kann nichts tun, außer die Hormone zu ersetzen und dann gibt man das L-Thyroxin, vielleicht auch mal ein Kombipräparat T4 und T3 zusammen. Und das ist eigentlich das, was vertreten wird weltweit von den Fachgesellschaften. Und dann gibt es Leute, die ein Low T3-Syndrom haben, also die haben wenig von den wichtigsten der aktiven Schilddrüsenhormone im Blut. Und die verbessern sich oft, wenn man T3 dazu mischt. Das sind die Menschen, die von diesen Kombipräparaten am meisten profitieren. Und dann gibt es halt, ich weiß nicht, vielleicht sind es 1000 Ärzte weltweit, die entgegen der Leitlinien dann Schilddrüsenextrakt verordnen. Das ist eine Therapie, die es seit Jahrtausenden bereits gibt. Und in Amerika ist das seit 100 Jahren die etablierte Schilddrüsentherapie gewesen über lange Zeit. Und es hat sich nie ganz abgelöst worden von L-Thyroxin und den Kombipräparaten. Es ist eine Form des Hormonersatzes, wo man ein Stück tierische Schilddrüse nimmt, meistens vom Schwein. Deswegen nennen viele das die Schweinchen. Das ist gefriergetrocknete Schilddrüse im Wesentlichen, die dann in Kapseln abgefüllt und dann dosiert wird. Und da gibt es viele Studien, auch im Laufe der Zeit, die gemacht wurden. Ich denke, man hat da sehr hoch dosiert, aber gerade in den letzten Jahren sind auch einige Untersuchungen gemacht worden. Man hat gesehen, dass natürlich die Gabe von allen aktiven Schilddrüsenhormonen in einer Mischung, die zumindest für das Schwein gut war, in vielen Fällen überlegen ist, den synthetischen, stark in der Anzahl reduzierten Hormonen, die bei uns üblich sind in der Therapie. Neben dem Schilddrüsenhormonersatz über den Schilddrüsenextrakt kann man da auch für die Nebenniere und die Geschlechtsdrüsen sich eine Form des Hormonersatzes einfallen lassen. Das ist zum Teil kein Thema. Beim Nebennierenextrakt zum Beispiel kann man die Nebennierenhormone einfach auch als Trockenextrakt zu sich zuführen. Das gibt es vor allem vom Rind. Man kann synthetische Einzelhormone auch geben.
Die werden aus der Jamswurzel hergestellt und dann kann man sie bioidentisch so im Labor so herstellen, dass sie eben möglichst den Hormonen gleichen, die man so im Körper auch selbst bildet. Ich glaube, dass das ein bisschen Augenwischerei dabei ist. Man spricht dann von dem 17-Beta-Östradiol oder von dem Progesteron, aber wahrscheinlich wird hier bei genauer Betrachtung dann auch eine größere Diversität dann kenntlich werden. Und dann gibt es pflanzliche Stoffe, die auch hormonähnlich wirken. Das Diosgenin, was in der Jamswurzel drinnen ist, hat auch eine gewisse progesteronähnliche Wirkung. Also es wird zwar nicht aktiviert zu Progesteron, aber bei vielen Frauen wirkt es genauso wie Progesteron. Bei den Pflanzen muss man einfach eine gewisse Verwandtschaft zwischen den Menschen und den Pflanzen dann erspüren, anfangen. Das kann man eigentlich nur mit Prüfen machen. Also dass man es einnimmt und merkt, darauf merkt, was macht es hormonell mit mir, dass man das dann beobachtet. Und dann kann das auch einen großen Sinn machen, mit Pflanzen dann das Hormonsystem zu unterstützen. Die Endorphinliberatoren, das sind Medikamente, die an sich in hoher Dosierung die Ausschüttung von Endorphinen durch den Hypothalamus unterdrücken können. Das ist aus der Suchttherapie entwickelt worden. Und das Naltrexon ist eins davon und das hat sich in geringen Mengen angewandt, dann als Liberator entpuppt. Also wenn ich über einen gewissen Zeitraum hinweg eine sehr geringe Menge davon anbiete, dann hat das einen Effekt, dass das Gehirn mehr von diesen Botenstoffen ausschüttet, um eben diese ganz kleine Blockade, diese kleine Störung, die damit gemacht wird, zu überwinden. Und dann entstehen mehr Opiate, körpereigene Opiate, und das stützt mental und emotional und hat sich sehr positiv ausgewirkt bei verschiedenen Autoimmunkrankheiten, dass dann die Verläufe besser werden und das Befinden besser ist. Bei Hashimoto konkret hat man das noch gar nicht untersucht, aber ich habe es bei einigen hundert Menschen auch schon angewandt, Naltrexon. Und ich finde es sehr positiv in der Wirkung bis jetzt die Rückmeldung. Also man hat den Eindruck, dass die Antikörper dann oft absinken und die Verläufe kürzer und besser werden und auch die Stabilität mental sich deutlich verbessert in Bezug auf Stress, was eben bei vielen Menschen mit Hashimoto, wo es nicht vorangeht, wo die Krankheit nicht aufhört, von selbst dann eine hohe Bedeutung hat. Ja, eine der häufigsten Fragen ist immer, ich habe gehört, dass Vitamin D gut ist, wie hoch soll ich das einnehmen? Und da kann ich nur wieder sagen, es muss differenziert gemacht werden, wie viel Vitamin D Sie persönlich brauchen. Das kann man pauschal nie sagen. Also es gibt manche, die brauchen ganz wenig und selbst wenn sie wenig einnehmen, fühlen sich eher unwohl dabei. Und dann gibt es andere, die extrem hohe Mengen brauchen, um eine gewisse Stabilität zu erreichen. Und wenn es jetzt um eine Autoimmunkrankheit wie die Hashimoto geht und um eine Schilddrüsenentzündung, dann ist es ja bekannt, dass die Spiegel von Vitamin D im Blut dann immer sehr niedrig sind und dass ein Anheben dieser Spiegel eine hohe Bedeutung hat. Und mein Vorgehen ist jetzt über viele Jahre schon so gewesen, dass ich sage, ich biete mal 1000 Einheiten an, wie das so grob empfohlen wird, und ich messe aber auch, ob das zu einem Ansteigen der Spiegel führt. Und wenn nicht, dann erhöhe ich natürlich die Menge. Und man beobachtet sehr häufig bei Menschen, die ein niedriges Vitamin D haben, dass sie oft höchste Mengen einnehmen. Also sagen wir mal, was sind höchste Mengen? Ich glaube, extrem sind 20.000 Einheiten am Tag. Und dass sie dann aber nach und nach in eine gewisse Stabilisierung kommen und dann auch die Hashimoto überwinden können. Das widerspricht dem, was man allgemein empfiehlt. Die Empfehlungen sind immer für sozusagen jeden. Aber auch hier hat die Individualität eine ganz hohe Bedeutung. Das ist wichtig, natürlich zu testen, wenn man hohe Mengen gibt, ob das auch sinnvoll ist, ob es dann zu einem Überangebot wirklich im Körper konkret kommt. Und das kann man ja im Blutspiegel abmessen. Und wenn der Spiegel nicht angestiegen ist und immer zu niedrig ist, dann muss man mehr anbieten. Man bietet so viel an, bis gute Spiegel entstehen. Und ich würde sagen, eine häufige
Dosierung, die sich dann ergibt in einer akuten Hashimoto-Situation, sind 3000 Einheiten täglich. Und wie gesagt, ich kontrolliere das dann nach 2 Monaten und schaue, wie es ist. Und wenn die Hashimoto sich beruhigt, dann geht dieser Bedarf oft radikal zurück. Also dann reicht manchmal auch wieder in die Sonne zu gehen und ein bisschen Vitamin D mit der Nahrung aufzunehmen und nicht extra noch Vitamin D zuzuführen. Aber das ist dann ein Heilungszeichen, dass dann konstante Spiegel bleiben, weil man eben die Entzündung tatsächlich überwunden hat. Ja, das ist auch eine häufige Frage. Reicht Vitamin D allein, ja oder nein? Vitamin D und Vitamin K sind beide im Kalziumstoffwechsel sehr viel gebraucht. Und es ist sinnvoll, dann mit Vitamin K2 oder K jetzt generell das zu unterstützen bei sehr vielen Menschen, gerade jene, die eben im Darm diese Situation haben, dass sie selbst sehr wenig Vitamin K bilden, weil die günstigen Bakterien da nicht vorhanden sind, die für so eine hohe Stabilisierung im Immunsystem und Hormonsystem sorgen. Also wenn sie gute Bakterien haben, geht es ihnen gut. Das ist halt eine ganz grobe Regel. Das ist ein ganz ähnliches Thema. Eisen ist bei Hashimoto sehr bedeutsam. Generell ist das wissenschaftlich sehr stark untersucht worden. Wenn ich niedrige Eisenspiegel habe, habe ich eine geringere Aktivität der Schilddrüse, bilde ich weniger Schilddrüsenhormone, kommen die Schilddrüsenhormone weniger im Körper an. Also ich kann während eines Eisenmangels im Grunde genommen da keine stabile Situation haben. Und wie erkenne ich einen Eisenmangel? Da muss ich das Ferritin dann heranziehen. Das Körperspeichereisen, und nach meiner Meinung müsste dieser Laborwert über 50 Mikrogramm pro Liter liegen. In den Laborwerten gibt es dann oft Normbereiche, gerade für Frauen, die weit drunter liegen. Das ist aber irreal. Wie kann ich den Eisengehalt anheben? Dann würde ich natürlich stark mit der Nahrung anfangen. Und auch ein Veganer kann dann mit, wie hier angeführt ist, Amaranth, Aprikosen, Haferflocken, Hülsenfrüchte und so weiter, sehr viel bewirken, sofern er eine Säure mitnimmt. Also es muss, wenn man diese eisenhaltigen Pflanzen, wenn die eingenommen werden, muss ich sie aktivieren mit irgendeiner Form der Säure. Das ist bis zu einem gewissen Grad die Magensäure, die man hat. Das reicht ja manchmal aus, aber oft muss man es unterstützen mit Essig oder auch mit Fruchtsäuren, damit eben dann dieses Eisen auch biologisch aktiv werden kann im Körper. Mit Fleisch ist es weniger bedeutsam, weil das dann eben schon die gleiche Eisenform hat, wie das eben auch wir in unserem Körper haben. Wir sind ja Säugetiere. Und wenn wir andere Säugetiere essen, dann haben die schon diese Form des Eisens, das für uns biologisch aktiv ist, und dann können wir die mit Fleisch das besser aufnehmen. Aber es ist tatsächlich nur von der Säure abhängig. Es muss reduziert werden mit Säure, dann ist es biologisch aktiv. Welche Bedeutung hat Jod bei Hashimoto? Man liest eben immer noch häufig, dass das die Entzündung anfeuern kann, und das kann sein, wenn man jodsensibel ist. Na, das merkt man. Man nimmt Jod ein und dann merkt man, dass man nervös wird, unruhig wird, schlechter schläft, manche kriegen Herzklopfen. Ja, in der Situation kommt durch Jod das Hormonsystem in eine Wallung, die sich schädlich dann auswirken kann, also tatsächlich eine Entzündung in der Schilddrüse begünstigen kann. Und es ist auch fundiert mit Studien belegt, dass das so sein kann. Es gibt allerdings auch die gegensätzliche Situation, dass man in einem Jodmangel, in einer Jodmangelsituation inaktivere Hormondrüsen haben kann und auch die Energiebildung im Körper nicht richtig funktioniert. Und das kann auch mal das Auftreten einer Schilddrüsenentzündung bewirken oder eine Störung im Immunsystem. Also es kann Jod gut und schlecht sein, das muss man wieder individuell prüfen. Und wie findet man die richtige Menge? Zuerst muss man mal schauen, habe ich einen Jodmangel, und das will ich nicht mit dem Laborwert machen, sondern einfach schlicht wieder mit der Messung der Körpertemperatur.
Und wenn ich einen Jodmangel habe, der signifikant ist, dann muss ich Untertemperatur haben. Und richtig beweisend wäre es, wenn man Schilddrüsenhormone hinzuführt, also in Form von Schilddrüsenextrakt am besten, und man kriegt es nicht zustande, dass die Körpertemperatur wirklich ansinkt, also ansteigt. Und das ist eben der Fall, wenn ich zu wenig freies Jod im Körper habe. Also die Körperzellen, die nutzen auch Jod für die Energiebildung, zu etwa 20% ist das der Fall. Und das kann ich mit Schilddrüsenhormonen alleine dann nicht in die Höhe bringen. Da muss ich zusätzlich Jod noch geben. Also wenn Sie Untertemperatur haben, ist Jod sehr wahrscheinlich auch bei Hashimoto bei Ihnen gut und günstig für die Heilung. Selen wird von vielen Menschen bei Hashimoto eingenommen, weil es auch die Ärzte generell verschreiben. Selen hat eine große Bedeutung, wenn die Schilddrüse geschwollen ist, wenn es einen Kropf gibt, wenn sie nicht gut arbeitet. Die Thyroperoxidase, also dieses Enzym, was die jodhaltigen Hormone aktiviert, die brauchen Selen, damit sie funktionieren können. Das ist ein wichtiger Faktor. Ob Sie Selen wirklich brauchen, ist wirklich abhängig davon, was Sie essen. Ja? Also in Nüssen, Saaten und Samen ist relativ viel Selen drinnen. Wenn Sie nur Weizen essen, so ein Kulturweizen, einen europäischen, dann haben Sie ein bisschen wenig Selen. Wenn Sie Vollkorn essen und so ein bisschen andere Getreide einnehmen, haben Sie immer genug Selen im Angebot. Und Selen wird in der Überversorgung aber auch eher schädlich. Das ist ein Spurenelement, und wenn ich das zu stark zu mir nehme, dann kann ich Symptome entwickeln, die an einen Schilddrüsenhormonmangel denken lassen, also Müdigkeit und Depressivität zum Beispiel. Also mit dem Selen wäre ich zurückhaltend. Dann haben wir generell eine Entwicklung, dass wir Entzündungshemmer, Radikalfänger, Antioxidantien bei entzündlichen Erkrankungen gerne einsetzen. Es ist wissenschaftlich jetzt nicht so solide bewiesen, aber wenn ich eine sehr intensive Entzündungsreaktion in der Schilddrüse habe, wo sie geschwollen ist, wo sie dunkel ist, dann finde ich das sehr sinnvoll, mit irgendeinem Antioxidans zu arbeiten oder in der Kombination von mehreren. Ich habe natürlich eben vorwiegend in Form von besonderen Ölen, wie wir das ja auch dann in der Weltapotheke in Wien hergestellt haben, diese Thyraöle, die Massageöle, ne? Das Thyra-Basis zum Beispiel ist eine Kombination von mehreren Ölen, die deutlich entzündungshemmend sind. Also die Öle, die am meisten Entzündungshemmung machen können, und das wird dann in Form der Schilddrüsenmassage angeboten, nahe jetzt an die Schilddrüse. Und ich halte das für eine sehr effektive Therapie. Wenn ich jetzt Antioxidantien zu mir nehme, die gehen dann sozusagen den ganzen Körper, dann verteilen sich dann dort, ist die Wirkung lokal an der Schilddrüse nicht ganz so stark, aber durchaus auch sinnvoll. Also Traubenkernextrakt wird viel verwendet, das finde ich gut. Viele Früchte, und da gibt es eben diese Superfoods, Adaptogene auch, so wie Amla beispielsweise, die sehr viel von Vitalstoffen beinhalten, die wir brauchen in der Situation, die aber auch sehr antioxidativ sind. Also ein Großteil der Adaptogene in Pflanzen ist reich an Antioxidantien und wird auch erfolgreich eingesetzt bei verschiedenen Formen der entzündlichen Krankheiten, so auch bei Hashimoto. Welche Ernährung ist bei Hashimoto die beste? Da habe ich ja auf meiner Webseite auf harmonie.org, wenn man zur Praxis geht, habe ich als Download meinen Plan von Nahrungsmitteln, die möglichst günstig sind für die Ernährung von günstigen Bakterien, also die sich präbiotisch eignen. Und die habe ich hier kurz angeführt. Natürlich ist
sind glutenhaltige Getreide, lektinreiche Gemüsesorten etwas nachteilig. Und Zucker ist wahrscheinlich das Schlimmste überhaupt. Zucker ernährt sehr stark ungünstige Bakterien und Pilze, also welche, die wir nicht brauchen und die uns eher schaden. Und wenn die sich vermehren können, dann können die günstigen Bakterien für uns, die nützlichen, kriegen dann die insgesamt zu wenig Futter und werden auch verdrängt, weil die anderen wachsen. Und das ist eine häufige Situation, wo dann eine Hashimoto zum Ausbruch kommen kann. Also Zucker eingeschränkt, auch gesättigte Fettsäuren würde ich reduzieren. Glutenhaltige Getreide, wenn sie nicht Vollkorn sind, sind sehr schlecht. Wenn sie Vollkorn sind, haben die Kleie und ernähren dann nebenbei auch gute Bakterien. Fleisch ist auch nicht ganz so gut, weil Fleisch, so wie es eben aus der Massentierhaltung kommt, ja sehr häufig schadstoffbelastet ist, mit Antibiotika belastet ist und insgesamt eher Bakterien ernährt, die für uns nicht ganz so gut sind. Ist ähnlich mit Milchprodukten, aber es ist ein bisschen eine Frage der Menge. Na, das ist immer so. Zum Beispiel, wenn ich auch hier anführe, Zwiebeln, Brokkoli, Kohlarten, die haben ja unheimlich viel Positives. Aber ich muss sie gut kochen. Ich koche sie einerseits, um schilddrüsenbremsende Wirkungen, die es da gibt. Da sind Stoffe drin, die hitzeempfindlich sind, die die Schilddrüsensynthese auch blockieren können, um die zu deaktivieren, aber auch um zum Beispiel Lektine möglichst aufzulösen. Das sind pflanzliche Kleber, die eben dann im Darm auch die Verdauung belasten. Also so pflanzliche Kleber sind nicht so gut. Und da gibt es die Ernährung nach dem Autoimmunprotokoll, die ist auch gut, ne? Von Sarah Ballantyne. So eine Spielform der Paleo-Diät. Und die lässt viel mehr zu. Ein bisschen auch ist es willkürlich, aber viele Menschen haben das jetzt schon auch angewandt, sie selber auch. Und die hat ja auch eine Autoimmunerkrankung gehabt und hat damit viel Erfolg gehabt. Generell ist aber das Prinzip wichtig, dass Verstoffwechselung individuell ist. Also was ich gut vertrage, was für mich nützlich und nährend ist, kann sich sehr stark unterscheiden, was für den anderen gut ist, abhängig von wieder dem Mikrobiom, aber auch von den Genen, die man hat. Also das kann man im Grunde genommen immer nur selbst prüfen. Und da gibt es ja von den Blutgruppen her, die Blutgruppendiät von D'Adamo, die Erkenntnis, dass jemand, der Blutgruppe 0 hat, Fleisch besser verträgt als jemand, der Blutgruppe A hat. Und das ist wirklich so. Und wenn ich jetzt Blutgruppe A habe, würde ich eben eher mich vegan ernähren, denke ich, als wenn ich jemand bin, der Blutgruppe 0 hat. Ja, die Frage immer, ich habe eine Nebennierenschwäche, wie kann ich mich gesund ernähren? Da müsste man vermehrt daran arbeiten, Aufputschmittel wegzulassen. Dazu gehört vor allem Zucker. Also wenn Sie eine Nebennierenschwäche haben, würde ich auf den Zucker ganz verzichten. Da ist so ein laissez-faire Vorgehen nicht mehr so gut. Genauso auf den Kaffee würde ich verzichten, auf Schwarztee, generell auf koffeinhaltige Getränke, weil sie aufputschend sind. Und weil sie eine Nebennierenschwäche verstärken können. Und dann gibt es günstige Nahrungsmittel, also zum Beispiel Kokosnuss, Oliven, Avocado, Kohlsorten, Lachs, Hähnchen, Pute und auch ein bisschen Jod hinzuzugeben. Jod weckt auch die Nebenniere auf, sofern man nicht jodempfindlich ist, das muss man sehen. Dann gibt es Pflanzen, die hormonähnliche Stoffe haben, also nebennierenhormonähnliche Stoffe beinhalten. Das bekannteste ist die Trüffel, ne? Das hat Androstenon, Androstendion, also so männliche Geschlechtshormone kommen in der Trüffel vor. Das ist so ein bisschen ein Zwischending zwischen tierreich und pflanzenreich, dieser Pilz in der Trüffel. Und der kann tatsächlich Hormone bilden, die auch wir in unserem Körper bilden. Cholesterin sollte man nicht verteufeln, wenn man Nebennierenschwäche hat, weil das ein Grundbaustoff für die Nebennierenhormone ist. Und dann ist eher eiweißreiches Essen sinnvoll, weil man ja möglichst viel
Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin braucht, weil wenn sie eine Nebennierenschwäche haben, haben sie oft auch dann diese Neurotransmitterverarmung im Gehirn, die eben dann auch Schwäche und Depression unterstützt. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, wenn man Tyramin verträgt. Tyramin ist in fermentierten Nahrungsmitteln häufig drin, also gerade im alten Käse, im Rotwein, dunkler Schokolade. Wenn Sie das vertragen, das ist sehr nährend für die Nebenniere, verstärkt die Nebennierenfunktion, kann den Blutdruck steigern, was ja da oft ein Problem ist. Also bei einer schwachen Nebenniere ist Tyramin interessant. Es ist ein wichtiges Thema mit den Giftstoffen, die wir abgespeichert haben im Körper, wie man sie wieder los wird. Ich würde aber ein bisschen jetzt gegen argumentieren. Also die Idee ist ja, das ist ein Gift und das Gift muss weg. Naja, im Prinzip ist unsere Lebensbedingung die, dass wir dauernd mit Giftstoffen konfrontiert werden. Und gerade beim Quecksilber ist es ja so, dass wir immer wieder Quecksilber zu uns nehmen, immer wieder auch ausscheiden. Und es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie unsere Entgiftungsfunktionen funktionieren, unsere natürlichen Entgiftungsfunktionen. Und wenn ich entgiften will, dann würde ich im Wesentlichen anfangen mit Pflanzen, von denen wir wissen, dass sie die Entgiftungsfunktion über die Leber verbessern können. Und das ist zum Beispiel beim Johanniskraut auf jeden Fall eine wichtige Sache, Mariendistel auch. Damit kann ich wirklich konkret entgiften. Dann werden viele andere Dinge angeboten. Es beginnt bei Mineralien, geht bis hin zu Komplexbildnern, wo man schon Gifte entfernen kann, mehr oder minder effektiv. Je invasiver das ist, desto effektiver ist es auch. Aber es gibt da kein Mittel, was nur die bösen, schädlichen, im Überschuss vorhandenen Schwermetalle zum Beispiel jetzt, ne, entfernt, sondern es entfernt auch für den Körper günstige und wichtige Metalle. Und wenn man da radikal vorgeht, ist nach meiner Beobachtung der Schaden oft größer als der Nutzen. Ein anderer Aspekt ist der, dass ich, wenn ich Quecksilber in den Plomben vorliegen habe, in den Zahnplomben, und die Zahnplombe ist gesund, die ist fest, dann ist das eine sehr stabile Form, wo das nicht in meinen Körper gelangt. Also das ist zwar im Körper, also im Zahn drinnen, aber es dringt von dort her nicht in andere Gewebe ein. Wenn ich eine Entfernung, also das Amalgam aufbohren lasse mit einem Hochfrequenzbohrer, dann entsteht Dampf und über den Dampf über die Schleimhaut des Mundes geht es dann ins Blut und vom Blut gelangt dann relativ viel von dem Quecksilber jetzt in Gewebe, wo es eigentlich nichts zu tun hat. Gerade im Gehirn ist das nicht schön, wenn es sich absiedelt. Vieles geht in die Schilddrüse natürlich, weil die Schilddrüse gern Schwermetalle an sich rafft. Also wenn Sie jetzt beim Zahnarzt waren, Sie haben die Amalgamplombe ungeschützt rausbohren lassen, dann haben Sie nachher sehr häufig einen Entzündungsschub in der Schilddrüse. Deswegen, ich bin nicht erfreut, wenn man dem Körper vorschreibt, wie er jetzt entgiften soll, also wenn man ihn zwingt, was zu entgiften, sondern ich würde seine körpereigenen Mechanismen anregen. Und ich kann mit einer Feindosierung von Jod sehr häufig gerade Metalle und Halogene aus anderen Geweben, wo sie sich abgelagert haben, zur Ausleitung bringen, indem ich dann Jod in einer höheren Dosierung anbiete. Das ist einfach eine Verdrängung, die passiert, weil da und Jod aufgenommen wird, dann wird eben dann im Austausch das andere freigegeben und dann auch ausgeschieden. Also ich leite gerne aus mit Mariendistel, Johanniskraut und Jod. Und wenn ich was hinzufüge, dann eher diese Vitalstoffe, die hier angefügt sind, die dann die Schädlichkeit überschüssiger Gifte, die dann zwischendurch dann in verschiedenen Bereichen vorhanden sind,
möglichst lindern sollen, bis sie dann ausgeschieden worden sind. Der Begriff der Schilddrüsenzuwendung bezieht sich jetzt im Wesentlichen auf Maßnahmen, wie ich eine Schilddrüsenfunktion wiederherstellen kann mit Berührung. Also da geht es aber um alle Hormondrüsen, jetzt im Wesentlichen Schilddrüsenmassage, Nebennierenmassage und Brustmassage. Also gerade über die weibliche Brustdrüse kann ich starke Wirkungen auf das Hormonsystem hervorrufen, wenn ich sie berühre, wenn ich sie massiere. Ich kann mit Ölen und Wickeln nahe an diesen Hormondrüsen sehr viel bewirken, an der Brust auf jeden Fall, an der Schilddrüse auch. Nebenniere ist nicht ganz so gut erreichbar von außen. Ich kann den Atem, die Stimme, den Klang nutzen, um Vibrationen zu machen, Erschütterungen hervorzurufen im Gewebe. Das hat auch eine Art, einen Massageeffekt. Ja, und dann gibt es noch dieses Sondergebiet der Schüsslersalze und Homöopathie, wo man sagt, geringe Spuren von Arzneien können hier hilfreich eingesetzt werden. Der Zeitgeist geht ein bisschen davon weg, ne, weil man einfach nicht verstehen kann, warum so hochverdünnte Arzneien wirken sollen. Natürlich, aus meinem persönlichen kann ich sagen, jetzt bin ich Ende 50, ich kenne seit meiner Kindheit Homöopathie und Schüsslersalze. Ich habe persönlich sehr viel Positives davon erfahren. Ich habe über lange Jahre das in der Praxis angewandt. Ich denke, dass es über einen Placebo-Effekt hinausgeht, was man damit erzielen kann. Aber es ist eine persönliche Einstufung. Wenn man in der Hand eines vernünftigen Menschen ist, der jetzt homöopathisch arbeitet, wird der schon merken, wenn Beschwerden oder Symptome in die Richtung eines Heilmittels weisen. Und wenn das sehr auffallend ist und sagt, es passt genau ins Bild einer Arznei, dann würde ich das auch anwenden. Und das ist eine schöne Form generell natürlich auch der Zuwendung, dass man solche Arzneien auch einsetzt. Ja, in dem Buch ist beschrieben, wie man massieren kann, wie man eine Nebennierenstimulation machen kann, wie man die Brustmassage machen kann, welche Öle hier zur Anwendung kommen. Das überschreitet jetzt ein bisschen den Rahmen dieser Sache, aber genauso wie man Klang anwenden kann, wie man Atmung anwenden kann. Aber die Schilddrüsen- und Hormonzuwendung ist ein ganz wesentlicher Teil des Gesundwerdens bei Hashimoto. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe so viele positive Beispiele auch aus der Praxis hier zu berichten. Und wenn eine Schilddrüse entzündet ist bei Hashimoto und mit der Umgebung verwachsen ist, verblockt ist, gefesselt ist von Narben und Verklebungen, dann ist es sinnvoll, sie zu befreien, weil sie dann viel besser funktioniert und auch nachwachsen kann. Es hat eine große Bedeutung.